Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Die Ironie eines Blowjobs. Auch wenn du sie auf den Knien hast, hat sie dich immer noch an den Eiern. Da lachst du. Ist halt so. Und da halten sich zwei Femnazis beim Frühstück. Maria, gibst du mir mal bitte die Salzstreuerin? Nein, sorry, ich habe eine Muskelkatze. Bei Leuten, die 1 statt 1 schreiben, 2 fäll ich echt an deren Intelligenz. Sarah, wie wird das Wetter morgen? Wer ist Sarah? Ich meine Siri. Siri, wie wird das Wetter morgen? Frag doch deine verfickte Sarah. Heute war echt ein guter Tag. Erst geilen Morgensex gehabt, danach 2 Stunden gejoggt, bis eben produktiv gelernt und dann angefangen Lügen auf YouTube zu verbreiten. Es heißt die Milch, weil Milch weiblich ist. Deshalb wird sie auch nicht sauer, sondern einfach nur sehr enttäuscht. Mein Humor ist sehr simpel. Wenn keiner lacht, war es meiner. Das Leben ist eine Krankheit, die durch Geschlechtsverkehr übertragen wird und immer tödlich endet. Das Wort nichts ist ein Palindrom, wenn man es umdreht, entsteht nämlich Strichen und das bedeutet wieder nichts. Ist es Zufall, dass Justin Bieber die gleiche Anzahl an Buchstaben hat wie GAY? Ich denke nicht. Frauen, Shampoo, Duschgel, Spülung und Conditioner. Männer, 601 Shampoo, Dusch- und Rasiergel, Wundcreme, Zahnpasta und Brotaufstrich. Ich habe nicht getrunken! Schrei nicht so, er ist mir im Weg, das ist ein Pfeiler, mir egal welcher Religion er angehört. Hab mein Zimmer mit meinem kleinen Bruder gestrichen, er ist kein besonders guter Pinsel. Ich sag's nur ungern, aber mit Hotpants ist es wie mit Leggings, die sollten auch nur Frauen tragen, die ein Mann tragen kann. Chuck Norris beim Angeln, du, du und du, rauskommen. Dinge, die ich mit einem Waschbären gemeinsam habe, Augenringe, nachtaktiv, süß, bisschen fett, würde dich angreifen, wenn du mein Essen klauen willst. Wenn Frauen sehen könnten, wie ich den Joghurt mit der Ecke auslecke, wäre ich nicht mehr Single. Es heißt nicht mehr One Night Stand, sondern Stichprobe. Schulklassen früher, 17 Mädchen, 12 Jungs. Schulklassen heute, 3 Hipster, 3 Blogger, 3 DJs, 4 Veganer, 2 YouTube-Stars, 8 Pokémon-Trainer. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen, also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.